Moin Leute und herzlich willkommen zurück. Da sind wir wieder, Teil 19. Und wir sind immer noch auf Founders Island unterwegs. Oh Gott, hier so viele Panzer. Ich möchte jetzt gerne meinen Panzer hier mal rüber. Ach, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, Bruce, aber ich könnte jetzt glatt ein paar Leute töten. Was? Keine Lust? Na, dann vielleicht später. Okay, da steht mein Batmobil. Vielleicht kann ich hier... Was ist das? Hä? Vielleicht kann Elvis hier irgendwas machen. Hab das Zielfahrzeug gefunden. Halte Position. Hier gelandet. Irgendwas komisches. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass er da irgendwas machen kann. Hast du schon mal gesehen? Meinst du? Apropos, jetzt wollen wir erstmal gucken, was haben wir denn hier noch? Wir haben noch einen Wachturm. Wir haben noch zwei Checkpoints. Drei Kommandowagen, drei Sprengsätze. Wie kriege ich diese Kiste denn noch dahin? So, hier unten haben wir auch noch einiges zu holen. Ach, da ist die letzte Bank. Genau, wir haben in der letzten Folge die Banken gerettet. Aber ich denke, wir werden jetzt erstmal in der Story weitermachen. Also auf zum Wayne Tower. Vielleicht fällt uns ja unterwegs noch irgendwas auf. Hallihup. Was leckt er denn jetzt schon wieder so rum? So, was ist denn hier eigentlich? Da unten so eine Grube, das muss doch irgendwas auch sein. Mal gucken. Wir werden es rausfinden. Früher oder später. Früher oder später. Ach, guck mal, da haben wir noch einen Turm. Jungs, jemand hat dieses Luftschiff auseinandergerissen. Das war geil. Hast du Batmans Wagen gesehen? Er kann sich in einen Panzer verwandeln. Wo zur Hölle kriegt er das Zeug her? Ist doch klar. Okay, das ist natürlich kacke hier, weil das Ding genau drauf leuchtet. Da verwirrt dich mein Arsch drauf. Denk doch mal drüber nach. Gotham City ist ein Paradies für Kriminelle. Die Zeit kann nichts machen, weil sie dich um ordentliche Verfahren kümmern muss. Polizeigewalt. Zuständigkeiten und der ganze andere bürokratische Bullshit. Klar, das ist doch die Frage. Selbsternannter Ordnungshüter, der sich nicht um das Gesetz scheren muss, oder? Klar, nix klar. Ich kann da halt Agent, auch der von der CIA finanziert wird und ohne Rechtsgrundlage illegal auf amerikanischem Boden agiert. Darum kann er sich auch dieses teure Spielzeug leisten. Ergibt irgendwie Sinn. Und wie das Sinn macht. Ich schick dir mal dieses Video, das ich gesehen habe. Oh Gott, was willst du denn, Kerl? Bei seinem Anblick. Wer hätte das gedacht? Der große böse Batman hat Angst vor seinem Spiegelbild. Alter, geht das schon wieder los? So, was haben wir denn hier? Dann haben wir schon wieder so ein Riddler-Rätsel. Mit Robotern. Okay. Ah. Cool. Ah, alles klar. Gut, es war jetzt nicht so schwer. Das war jetzt nicht so schwer. Nicht so schwer. Aber diese Riddler-Trophäen, ja, das wird mir noch ein bisschen Nerven kosten. Der Arkham Knight ist nur ein harter Kerl mit ein paar Söldnern. Two-Face, dem Riddler, zum Teufel sogar dem Pinguin. Die haben diese Stadt im Griff. Und daran wird sich niemals etwas...
Okay, das ist jetzt nicht so schwer hier. Muss nur warten, bis die Kanonen weggedreht sind. Hoffentlich, dass das geht. So, ich denke, danach werden wir noch diese eine Bank erledigen und dann werden wir mal zum Wayne Tower düsen. Seiner Helfer. Hört ihr das? Die Helfer. Genau. Poison Ivy ist in der Stadt? Wirklich? Mit der habe ich eine Rechnung offen seit dem Asylum. Okay, muss ich jetzt die Wachgeschütze erst kaputt machen? Der auch nur einmal in London. Er benutzt den Akzent nur, um bedrohlich zu kriegen. Oh ja, scheint so. Alles klar. Gut, ich hätte das auch so gemacht, aber... Dann macht man halt die Wachgeschütze kaputt. Peng! Erledigt. So, wieder einer weniger. Ich brauche keine Feiglinge. Versager werden die morgen nicht erleben. Uiuiuiuiuiui. Oh, 9 Punkte mittlerweile. Ach, ich glaube, jetzt kommen. Jetzt nehmen wir den hier noch mit. Den Batsuit Upgrade. Und das haben wir ja auch. Spezialkombo verschrotten. Gezielter Free Flow. Das Ding ist eigentlich noch geil. Da kann ich die Kombos eher machen. Luftstoß. Unterstützungsausschalten. Verbesserung. Ne, sowas brauchen wir nicht. Batmobil. Boost. 4. Das ist eigentlich auch noch recht interessant. Also es gibt hier einiges, was ich brauche und was ich mitnehmen würde. Ein paar Sachen sind so ein bisschen uninteressant, aber wir wollen natürlich gucken, dass wir alles irgendwie kriegen können. Wo ist die Bank? Wo ist die Bank? Da hinten. Gut. Also dann, gucken wir mal. Gucken wir mal, wo es klingelt. Two-Face hat nicht vergessen, was die Fledermaus ihm im Gerichtsgebäude angetan hat. Er will Rache und ich will das. Ich habe gar nichts gemacht. Guten Tag. Da klingelt's doch schon wieder. Okay, na dann wollen wir mal schauen. Wird der wahrscheinlich die letzte Bank der sein. Der Händler hat eine Roboterarmee erschaffen. Oh Mann. Weg mit dir, Kollege. So. Och nö, Jungs. So, darf ich jetzt? Sehr schön. So, das wird jetzt natürlich das ein bisschen interessanter. Bank Gotham's. Heute Nacht holen wir uns einen Rekord. Okay. Alter, das sind aber einige. Uiuiui. Diese Schläger können wegen des Alarms nichts hören, genau wie die anderen. Ich werde hart zuschlagen. Wo sind sie denn? Eindeutig leichter als mein letzter Bankraub. Okay. Nummer 1. Nächster. 14. 15 Gegner. Du hättest uns in Ruhe lassen sollen, alter Freund. Es ist Batman! Wir wollten dich verschonen. Aber
geschehen ist, Batman. Du hast uns reingelegt. Damals, vor vielen Jahren. Nirgendwo ist er. Gott, die sind aber schnell, die Jungs. Er ist weg, hab ihn verloren. Ich glaube, er ist da lang. Die sind aber auch schnell. Ah, warte mal. Was haben wir denn hier? Alter, Verwalter. Im Wagen komme ich da nicht rein. Wie machst du das, Batman? Mit Händen spielen, während andere enden wie ich? Die Mütze sagt, er muss sterben. Das ist Schicksal. Töte ihn! Gott. Wie schnell soll er das denn machen hier? Das ging ja gar nicht. Ausschalten. Hallo? Wie soll das denn gehen? Die sind so scheiße schnell, die Jungs. Oh oh. Nein. Die Gitter, halte diesen Bastard auf. Echt? Er nutzt die Bodengitter. Komm schon, weiter so. Gott, ey, das ist ja übel. Hallo. Verdammt, ich kann ihn nicht sehen. Oh. So, da waren es nur noch. Ich habe noch nie so viel Bares gesehen. Er ist unter uns. Er nutzt die Bodengitter. Was? Haltet ihn auf. Jagt ihn hoch. Zähl doch nicht sowas. Ach, hier. Guck mal, wer ist denn da? Alle Mann, raus! Zahl, du verlierst, Batman. Die Jungs hier werden das sicherstellen. Hui! Bringt uns die Leiche! Es gibt keinen Alarm mehr, der meine Angriffe übertönen könnte. Ich muss leise sein. Alles klar, was ist denn hier los? Ach komm. Einmal. Wir töten dich für das, was du uns angetan hast. Okay, den seine Knarre ist weg. Den seine Knarre ist noch nicht weg. No. Ich weiß, dass du da bist. Okay. Komm raus, du verdammter Feigling. Das war jetzt nicht schwer. Ich habe
die Beine! Ich stehe Wache! Hm. Ich hol dich von da oben runter. Okay. Kannst du mich hören? So, der ist weg. Habe ich jetzt wieder eine Angstaktion? Ja, sehr gut. Ah, das ist wieder geil. Highlight. Ich kann ihm nicht helfen, ihn hat's übel erwischt. Highlight. Wie komme ich hier? Luftschacht, genau, da rein. Geht's denn hier ab? Ach nee, Mensch, was soll das denn? Lichtbrechungspanzerung braucht eine mit Fledermausbrechung. Wir können das auch packen. Wir eins, zwei, drei. Hm. Ah, da oben ist ein Einzelner. Alles klar. Was ist das? Sanitäter! Sani! Wo seid ihr? Hier drüben! Ich komme! Erzähl nicht. Immer noch gestört. Okay. Was ist mit dir passiert? Nix. Was soll da was passiert sein? Da rum? Gib uns Deckung! Musst aufwachen! Wo ist ja nur noch der, oder? Nein! Granate! Oh, oh! Er ist hier lang! Das war der letzte! Erledigt! Ich habe Two-Face. Bring ihn vorbei. Holen Sie seine Männer ab. Na dann? Geht klar, Batman. Na, das war ja jetzt nicht schwer. Nein. Beruhige dich, Dad. Nenn mich nicht so. Das glaube ich nicht. Ja, bin ich ein Freak. Das war nicht meine Schuld. Du warst es, der diesen giftwerfenden Bastard eingelocht hat. Du sagtest, wir retten Gotham. Es tut mir leid, Harvey. Tja. Ich würde sagen, abgeliefert. Geliefert. Erledigt. Hier ist Endstation, Dent. Du solltest mich nie unterschätzen. Doch. Nimm deine Fledermausgriffel von meinem Boss. Ja, er hat mehr drauf als du. Aha. Spar dir deinen Atem. Wir kriegen noch unsere Chance. So schnell nicht. Sieht aber auch lecker aus, die zweite Gesichtshälfte. Das musst du ja mal sagen. So, da haben wir den ersten Verbrecher eingelocht. Immer noch im Dienste der Gerechtigkeit, was, Batman? Unmöglich! Denk an die Verbrechen, die du verpasst hast, um uns zu fassen. Wie geht's denn so, Harv? Nenn mich unsensibel, aber ich bin einfach zu neugierig. Wurde wirklich alles in der Mitte geteilt? Alles klar. Das ist ein Typ. So, Monsieur Cash, hast du noch was? Das kommt mir so unwirklich vor, Batman. Nee. Ich kann mir nicht vorstellen, was Jim tun wird. Barbara bedeutete ihm alles. Ja, ich kann mir das auch nicht so wirklich vorstellen, was hier geht. Los?
So, also ihr seht, wir haben einen von 11 erwischt, also fehlen uns noch 10. Findest diese Waffe? Der Neid kennt diese Stadt weit besser als du. Er versteht es. Hey, Batman, wie geht's? Du arbeitest für den Riddler. Was? Du bist ja irre! Batman ist durchgedreht, Leute! Was machst du da, Batman? Hör auf! Weg von ihm, Batman! Keine Ahnung, wovon er da redet, Leute. Bist du sicher? Okay, okay, ich helfe Nick mal manchmal. Sag ihm, wenn Gordon ihm auf den Fersen ist, verteilt seine dämlichen Trophäen überall. Sowas halt, aber das ist alles. Ich bin kein schlechter Mensch, wirklich. Das ist mir egal. Hey, du kannst mich hier nicht reinwerfen, ich bin Polizist. Jetzt nicht mehr. Ja. Tut mir leid, dass wir unsere Waffen gezogen haben. Wir sind nun alle ziemlich nervös hier. Nichts für ungut. Tut mir leid, Batman. Wir hatten keine Ahnung. Die Dienstaufsicht hatte jemanden vom GCPD unter Beobachtung. Jetzt wissen wir wohl, wer es war. Ja, wohl wahr. So, hier sind die Feuerwehrmänner. Zumindest zwei von denen. Wir haben jeden einzelnen von diesen Söldnern verhört und haben nichts. Für die sind wir ein Witz, Batman. Wir haben keine Angst vor uns. Naja, die kriegen wir auch noch. Das kriegen wir auch noch alles hin. So, also, hier wird immer mehr an Rätseln und an Sachen. Sollten wir aber hinkriegen. So, jetzt machen wir uns mal auf den Weg hier runter. Zum Wayne Tower. Ali, hopp. So, da hat sich's ausgeraubt für den guten Harvey. Und jetzt gucken wir mal, ob wir die Pflanzen... Oh. Nein! Oh Gott! Ah, das ist aber auch wieder, ne? Dumm, dumm, dumm. Na gut, dann halt nicht. So, 1000 Meters. Ein bisschen schneller das Ganze. Verflucht! Wer ist es? Keine Sorge, der kriegt uns nicht! Der kriegt uns nicht! Doch. Wenn er will, kriegt er euch auch. Aber der will jetzt gerade nicht. Oh nee. Das will ich jetzt nicht machen. Wir wollen das mal hier runter. Dahin wollen wir jetzt erstmal. Lucius, öffne die Einfahrt zum Parkplatz. So, bitte einmal aufmachen. Ich war der Meinung, Sie wären bereits hier, Mr. Wayne. Wohl ein Systemaussetzer. Ich lasse das gleich überprüfen. Hä? Eine großartige Nacht, um einer von den Bösen zu sein. Das ist das wahre Gotham. Mr. Wayne. Gäste haben sich Zugang zum Gebäude verschafft. Welche Feierlinge? Wie mehr viel gesichtet am Wayne Tower! Au, 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 au. Alter, was ist das hier? Geht's denn noch gut, Jungs? Vor allen Dingen, wie viele kommen denn jetzt hier? Hat mein Aufnahmeprogramm jetzt rumgesponnen und dementsprechend gab es jetzt hier so einen doofen Übergang, dass ich die Pflanze befreit habe und alles schon gemacht habe. Aber irgendwie... Ich werde stärker, Bats. Kannst du mich fühlen? Mein Griff um deinen immer schwächer werdenden Verstand wird fester und fester und ich lasse nicht los. Halt die Klappe. Ja, und dementsprechend... ist jetzt die Pflanze befreit. Das hat irgendwie aufgehört, als wir im Wayne Tower gekämpft haben. Also das finde ich ein bisschen doof. Aber gut, es sollte nicht weiter schlimm sein. Wir machen also jetzt hier erstmal einen kleinen Cut. Wird also heute eine kleine kürzere Folge werden. Erst taucht eine Armee aus Gangstern auf, dann wachsen Riesenpflanzen. Nächste Folge, also morgen, werden wir dann weitermachen. Wir haben hier ein paar Aufträge noch zu tun. Ja,
Hat sich jetzt wieder ein bisschen was ergeben hier. Der Leichenschänder, nee, nicht der Leichenschänder, sondern dieser komische Typ, ist wieder dabei hier. Die Banken haben wir ja befreit vom guten Harvey Dent. Bombentechnisch haben wir... Oh, es ist noch eine auf Miyagani. Die muss ich mal suchen. Und ja, das werden wir also dann morgen machen. Heute war eine kleine kürzere Folge, weil das Programm rumgesponnen hat. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Wir sehen uns auf jeden Fall. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.